Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Baldur's Gate 2 Shadows of Arm. So, wir haben jetzt bei dem hochnäsigen Bildhauer das Zeug abgegeben. Ich habe vergessen zu gucken, was man mit Nebs Kopf anfangen kann. Irgendwas wird sich da ja noch finden für Nebs Kopf. Vielleicht im Orden des strahlenden Herzen oder hier im Regierungsviertel bei den verhüllten Magiern vielleicht. Mal sehen. Dum, dum, dum. Hier sind wir doch, der Typ mit den Wachen. Verschwindet. Im Fort mit euch, Bettler. Ich muss mich um meine eigenen Geschäfte kümmern. Ja. Wisst ihr, ich könnte... Ach, ihr müsst eure Gruppe... Ja, redet alle durcheinander. Das macht mir jetzt gerade gar nichts aus. Fragt nun gut. So, brauchst du einen Kopf? Sagt, was ihr wollt. Nein. Der hat nichts zu sagen. Gut. Du vielleicht? Ich bin einer der wenigen Auserwählten. Ja, wie ich sehe, steht hier wieder vor mir, aber den Mörder sehe ich nicht. Irgendwas fehlt. Ich bin nach wie vor auf der Suche nach ihm. Ich suche noch nach ihm. Ich möchte mehr über ihn wissen. Der Name des Mörders lautet Valiga Cortana. Das kämpfen wir. Kennen wir. Ich machte mich dann wieder auf die Suche. Was immer ihr wünscht. Gefunden hatten wir ihn eigentlich schon. Seid ihr aus einem besonderen Grund hier? Die Belästigung tut mir leid, ich wollte mich nur umsehen. Seltsame Dinge sind hier im Gang. Nö, du auch nicht. Ihr seid mir mehr als willkommen. Gute Geschäfte wünsche ich euch. Gibt es etwas, bei dem ich euch behilflich sein kann? Ja, ich habe es gleich schon gesehen. Ich habe den Kopf eines Verbrechers hier. Ein Gnom namens Snape. Seid ihr die Ansprechperson? Was? Ihr habt... Oh, das ist wirklich ein Kopf, nicht wahr? Ich schlage vor, ihr bringt ihn zu Hochkommissar Breger. Er wird wissen, was zu tun ist. Dessen bin ich mir sicher. Schauder. Okay, zu Hochkommissar Breger. Das ist dann wohl er hier. Braucht ihr etwas, Bürger? Fehlt euch etwas, Bürger? Ich habe hier den Kopf eines Kindermörders. Nepp, er ist Mause tot und wird niemanden mehr in Angst und Schrecken versetzen. Wollen wir doch mal sehen, was ihr da habt. Ja, trotz des Zuschauers des Kopfes handelt es sich offenkundig um das Objekt, nach dem wir suchen. Ihr habt keine Vorstellung, was für eine verabscheuenswürdige Kreatur dieser Depp war. Oder vielleicht doch? Wie dem auch sei, wir bedanken uns für eure Hilfe. Ich hoffe, diese Belohnung hier ist angemessen. Ein Rufpunkt auf jeden Fall. Ich weiß, dass euch, dass auch die flammende Faust ihm auf den Fersen war. Ich werde Ihnen einen Brief zukommen lassen, in dem ich eure Handlungsweise erkläre und mitteilen werde, dass Sie Ihre Suche los einstellen können. Aber nochmal herzlichen Dank, Bürger, ihr habt recht daran getan. Yay. Ich stimme dem bisher eingeschlagenen Weg von ganzem Herzen. Das heißt, zu. Wir sind jetzt das auf 19. Gute wurde aufrechterhalten. Diese Taten werden unseren Namen in den Liedern der Barden und Skalden, die das Land von hier bis in meine ferne Heimat durchstreifen, einen Platz sichern. Daran kann es keinen Zweifel geben. Ja, genau, Minsk. Hat doch jemand was zu der guten Tat zu sagen? Nö. Okay. Gut, wir sind auch nebst Kopf jetzt losgeworden. Du bist nur ein Bürgerlicher, dich können wir also getrost ignorieren. Ich hoffe, das ist kein Omen für das, was auf uns zukommt. Wir müssen darauf achten, das Gleichgewicht in allen Dingen zu wahren. Ach ja, Hira, sei ruhig. Tempelbezirk. Wenn es das ist, was ihr wollt. So, vielleicht haben wir auch Glück und... Wir sind allesamt Helden. Ihr, Bo und ich. Hamster und Waldläufer auf der ganzen Welt. Ja. Frohlocket! Euer Wunsch ist mein Begehr. Ich bin so glücklich, bei euch zu sein. Ich hätte nie gedacht, dass wir so großartige Taten vollbringen würden. Ja, sind alle fertig? Ihr seid mir mehr als willkommen. Ja, die sagt mir nur was über der Tante. Ich bin nicht beunruhigt.
Mach mich auf den Weg. Rückschläge vorübergehender Natur sind. Rückschläge? Ernsthaft? So, erstmal für dich hier. Ihr habt euch bewährt und ihr erfüllt uns mit Stolz. Naja, das war der andere. Der Morgenfürst heißt euch willkommen. Freude über Freude, dieser Morgen ist wirklich strahlend hell. Ihr habt es geschafft und die Arbeit ist schon begonnen. Weder ich noch die Kirche selbst können euch genug dafür danken. Hier eure Belohnung. Ihr habt einen Teil der Vergütung des Künstlers verdient, was alle Kosten, die euch bisher entstanden sind, abdecken sollte. Ja. Ja, so viel haben wir auch ungefähr ausgegeben. Und weil ihr zu den gesegneten Anhängern in dieses Latanas gehört, werde ich euch eine Gnade erweisen, wie sie selten jemand, der so jung ist, wie ihr zugute kam. Wählt unter den Geschenken des Latanas und wisst um die Macht, die sie bringen werden. Wollt ihr den Heilungs-, die Rüstung des Glaubens oder den Steckenspeer? Den Heiligkeitsring? Nehmen wir mal den Ring. Ja, ihr hattet eine schwere Wahl getroffen, denn jedes Geschenk hat seinen eigenen Wert. Der Ring ist ein wirklich gesegnetes Ring. Alphoste wird ihn euch sofort bringen. Oh, sprecht mich wieder an, wenn ihr Zeit habt. Es gibt eine andere Aufgabe, die ihr erfüllen könntet, eine, die ein bisschen gefährlicher ist. Ja, Ring. Können wir natürlich so nicht identifizieren. Ich hoffe, Eri hat noch eine Ladung. Ah. Zusätzlicher Zauber des ersten bis vierten Grades. Wo ist mein Autosave? Hier. Okay. Keine große Herausforderung. Gut, das heißt, wir gehen wieder direkt nochmal dorthin. Ich will wissen, was es nämlich mit der Rüstung noch auf sich hat. So, alle Mann rein da. Was immer ihr wünscht. Ich warte, wenn ihr es wollt. Quick Save machen vorher, dass ich nicht nochmal laden muss, falls die Rüstung nichts taugt. Der Morgenfürst heißt euch willkommen. Ja. Die Rüstung des Clouds. Eine schwere Wahl, denn jedes Geschenk hat seinen eigenen Wert. Die Rüstung ist ein wirklich sehr guter Schutz. Als Alphonse wird sie euch sofort bringen. Ja, sprecht wieder mit mir. Ein weiterer Auftrag des Tempels. Jetzt, da die Angelegenheit mit dem Bitter beendet ist, hat mich der Priester der Dämmerung sein gebeten, sobald wie möglich zurückzukommen, damit ich dem Tempel weiter dienen kann. Ja, eigentlich habe ich das abgeschlossen. Ich konnte den Künstler Sersalis überzeugen, für den Tempel zu arbeiten, obwohl dies wahrhaft keine leichte Aufgabe war. Er hat auch verstanden, nur mit 3 Milizium zu arbeiten, dass ich meinen mörderischen Zwerg namens Snap beschaffen musste. Es ist die Aufgabe glücklicherweise vollbracht. Wahrscheinlich, weil das hier unfinished business ist, wurde das nicht richtig abgeschlossen. So, Gegenstand gewonnen. Das ist ein Schienenpanzer. Ich trage, glaube ich, einen Punkharnisch. Ne, einen Feldharnisch plus 1. Glaubensrüstung plus 3. Erhält plus 1 auf alle Rettungswürfe. Rüstungsklasse 1. Gewicht. Der ist leider nicht ganz so gut wie mein Schienenpanzer. Alle Rettungswürfe. Bonus Priesterzauber, wo sind meine Rettungswürfe? Ja. 4, 8. Oh, eine Waffe 10. Jetzt wäre es auf 11, oder? Ja. Also ja, je niedriger, umso besser. Ist die Frage, kann jemand irgendwas mit der anfangen?
Säureresistenz. Die Rüstung ist auch schwerer. Du kannst sie nicht tragen. Keldon macht sie schlechter. Kann nicht verwendet werden. Und du kannst sie sowieso nicht tragen, weil sie die Magiezauber unterbricht. Okay. Also nützt mir die Rüstung eigentlich weniger als der Ring. Fürst heißt euch willkommen. Also den Heiligkeitsring, bitte. So. Ach, Charakter war wieder zu weit entfernt, also reden wir erst mit ihm. Ich habe eine gefährliche Bitte an euch. Eine Weigerung steht euch frei, doch die strahlende Ehre von Latanda steht auf dem Spiel. Ihr braucht mich nicht zweimal zu nehmen. Was steht an? Gut, der Morgenfürst empfiehlt den großen Stolz für die Artefakte seiner Herrschaft. Wir stellen viele Gegenstände von zeitgenössischen Kunstwerken bis hin zu Relikten aus vergangenen Tagen aus. Heute haben wir eins weniger. Wir sind das Opfer eines Diebstahls und unsere Anhänger sind von dieser Verletzlichkeit erschüttert. Es müssen schnell Schritte unternommen werden, um alles wieder ins Lot zu bringen. Verrat, was kann getan werden? Nicht so aggressiv. Stehe jederzeit zu Diensten. Wir kennen die Übeltäter. Sie haben ihr Verbrechen nicht verheimlicht. Talassaner, die aus ihrem Tempel schleichen, um unsere Verehrung zu erniedrigen, haben gewöhnliche Diebe für die Tat angeworben. Sie fürchten keine Vergeltung. Der Morgenfürst erträgt es nicht, dass seine Relikte sich in solch bösen Händen befinden. Findet die Diebe, bevor die Talassaner die Gegenstände erhalten. Der erste Funke der Morgendämmerung erhält den Weg. Sucht den Abschnitt in den Slums bei Nacht auf und verhindert die Übergabe des Rings der Morgendämmerung. Bringt ihn an den Ort zurück, an den er gehört. Rechnet mit Widerstand vor den Talassanern. Eine Weissagung offenbart ihre niederträchtigen Diener. Geht und nehmt eine Person namens Travin unser rechtmäßiges Eigentum ab. Ohne Frage werde ich das tun. Die Talassaner werden sich nicht lange an ihrer Trophäe erfreuen. Gibt es eine Belohnung? Nehmen wir das erste. Eure Belohnung wird angemessen sein. Geht während der Nacht in die Slums. Wenn ihr es ohne Blutvergießen erledigen könnt, umso besser. Aber halt euren Zorn nicht zurück, wenn es erforderlich sein sollte. Ja. Die Talos-Anhänger haben einen Dieb angeheuert, den sogenannten Ring der Morgendämmerung aus dem Tempel des Satanta zu stehlen. Ich muss bei Einbruch der Dämmerung in die Slumviertel gehen und ihn wieder beschaffen. Sein der Priester der Dämmerung hat mich gebeten, keine Gewalt einzusetzen, falls es nicht unvermeidlich ist. Ist es aber die einzige Möglichkeit, soll ich den Freveler den göttlichen Zorn Latanas spüren lassen. Der Name des Dienstes lautet offensichtlich Travin. Wie spät? 13. Stunde. Das heißt, wir werden in die Slums gehen und dort rasten. Oh, sie ist wieder da. Hallo. Ihr seid mir mehr als willkommen. Gut, Halisa, wollen wir mal sehen, wie ihr eure Aufgabe gemeistert habt. Wie ist euer Treffen mit Glinden ausgegangen? Ich empfahl ihm seiner Frau, die Übertretung zu verzeihen. Sie sind glücklich jetzt. Das war das Beste in Latandas Augen. Vergebung ist ein heilendes Element und sie kann selbst harte Herzen erobern. Ihr habt euch in dieser Angelegenheit prächtig geschlagen. Euer Urteil ist einwandfrei. Ich werde schon bald weitere Gläubige zu euch schicken. Ihr werdet ihnen auch weiterhin den Weg Latandas lehren. Ich weiß, ihr werdet uns nicht enttäuschen. Ich werde bald wieder da sein, um euch erneut zu bewerten. Ja, da kommt der Nächste. Ich wollte mit jemandem sprechen über bestimmte Dinge. Habt ihr einen Moment Zeit? Natürlich, sagt, was liegt euch auf dem Herzen. Ja, schließlich ist ja schließlich meine Pflicht. Sprecht und beeilt euch. Was liegt euch auf dem Herzen? Ja, ich habe da ein Problem. Ich habe da etwas falsch gemacht. Ich habe einen Mann getötet und es war keine Notwehr. Andere behaupten das zwar, aber ich weiß es besser. Er sprach eine Herausforderung aus und wir kämpften auch, aber er hat da solche Sachen gesagt. Er wollte keine Ruhe geben und verhöhnte mich während des Kampfes. Ich hatte schon gewonnen, doch ich konnte einfach nicht aufhören, ihn zu kämpfen. Ich hätte warten können, bis er sich ergibt, doch ich tat es nicht. Ich tötete ihn. Jeder Mal mit etwas Kampferfahrung kann dieser Beschreibung entnehmen, dass ich ihn nicht aufgeben ließ, dass ich ihn bis aufs Blut bekämpfte, erbarmungslos. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Das ist doch einfach, töte deine Augenzeugen. Es war nichts weiter als ein unschuldiges Duell. Wenn niemand mehr da ist, der das Gegenteil behaupten könnte.
Ihr müsst euch stellen. Die Kraft des Gesetzes wird feststellen, welcher Natur eure Handlung wirklich war. Ihr müsst die Angelegenheit wieder gut machen, übernehmt Verantwortung und sorgt für seine Familie. Das ist keine Angelegenheit für Gerichte. Ein einfaches Duell ist übel ausgegangen. Lasst es auf sich beruhen. Das ist jetzt die gute Frage. Was von beidem muss ich nehmen?